Im Jahre 1874 begannen die Amerikaner in Kalifornien mit dem Bau einer Eisenbahn über die Tehachapi Mountains, der ersten Verbindung zwischen den Metropolen San Francisco und Los Angeles. Der Highway zur Querung des Gebirgszuges folgte fast 80 Jahre später. Mit einer durchgehenden Steigung von 2,2% überwindet die Eisenbahnstrecke auf 45 Kilometern einen Höhenunterschied von rund 1000 Meter. Etliche Güterzüge queren täglich den Pass. Ihre Länge ist für deutsche Verhältnisse fast unvorstellbar. Dieser Leerwagenpark in Richtung Bakersfield bringt es auf über 2 Kilometer. Es folgt direkt ein bergwärts fahrender Zug. In Bakersfield, wo zahlreiche Loks zur Unterstützung am Pass stationiert sind, hat auch unser Zug weitere Kraftpakete erhalten. Die insgesamt 7 sechsachsigen dieselelektrischen Lokomotiven, 3 vorne, 2 im Zug und 2 am Zugschluss, bringen es zusammen auf eine Leistung von über 30.000 PS. Die Anfahrzugkraft pro Lok liegt je nach Ausführung der General Electric Evolution Series zwischen 640 und 810 kN. Zum Vergleich, eine deutsche moderne Drehsturmlok bringt es auf 300 kN. Und einer solchen fehlt der Sound eines 12-Zylinder-Dieselmotors.
Güterzüge in den USA bringen es übrigens auf Längen von bis zu 4,2 Kilometern. In Deutschland beträgt die maximale Zuglänge inklusive der Lokomotiven 740 Meter. Während unser Zug in den ersten Schleifen und Windungen verschwindet, kommt talwärts bereits der nächste Megazug entgegen. Durch mehrere zweigleisige Abschnitte sind Zugbegegnungen am Pass möglich. Und bevor jemand fragt, ja, ihr seht hier denselben Zug auf zwei Ebenen. Zweifelsohne ist das Highlight ein Pass der Tehachapi Loop, der auch offiziell eines der Wahrzeichen des Bundesstaates Kalifornien ist. Der Zug fährt zunächst durch einen Tunnel, um dann eine Schleife mit einem Durchmesser von 370 Meter zu meistern. Dieses Bauwerk von Chefingenieur William Hood ist stellvertretend für diese unglaubliche Passquerung, die innerhalb von nur 2 Jahren erbaut wurde. Die Bergstrecke umfasst dabei 18 Tunnel und 10 Brücken. Drehungen und Windungen zur Bewältigung des Passes mit entsprechender, gleichbleibender und somit auch für schwere Züge zu meisternden Steigung summieren sich auf 8300 Grad, also mehr als das 23-fache eines Kreises. 23 ist übrigens ein gutes Stichwort, denn genau 23 Minuten haben wir auch den Zug an dieser Stelle gehört und beobachtet, wie er sich im entfernten Tal langsam seinen Weg
bergauf bahnte. Man möge sich das mal mit dem damaligen Dampfbetrieb vorstellen. Unfassbar. Wer sich jetzt denkt, da muss ich mal hin, gute Idee, aber bleibt besser auf den offiziellen Wegen und geht nicht ins hohe Gras, denn das gehört den heimischen Klapperschlangen. Und jetzt Bühne frei.
Nach über einer Stunde anstrengender Bergfahrt ist Tehe Chapi erreicht. Unser Zuggigant verschwindet, begleitet vom glutroten Himmel in die unendlichen Weiten Amerikas.